Die ersten sichtbaren Arbeiten am Hauptgebäude des Rieser Eppland Klinikums haben begonnen. Der Giebel auf der Ostseite wird umgebaut. So werden in den nächsten Wochen die Balkone und Versorgungsschächte in diesem Bereich abgerissen. Das Großenhainer Bauunternehmen Palm GmbH wurde mit der Ausführung der Arbeiten beauftragt. Damit wurde ein Betrieb aus der Region für den Bau favorisiert. Dieser Teil der Fassade ist noch im Originalzustand aus den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Bis jetzt wurde das Klinikum von innen so vorbereitet, dass die Arbeiten stattfinden können. Ende des Frühjahrs soll der Abriss der Balkone abgeschlossen sein. Danach werden in diesem Bereich wieder Versorgungsschächte entstehen. Diese sollen zukünftig für verschiedene Medien wie Heizung und Sanitär genutzt werden. Nach Plan soll die Baumaßnahme am Ende des Jahres abgeschlossen sein. Dann wird der Giebel des Klinikums Riesa ein völlig neues Gesicht haben.